Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu Tomb Raider Lara's Nightmare. Die arme Lara liegt ahnungslos in ihrem Bett und hat einen entsetzlichen Albtraum. Und den werden wir jetzt gemeinsam erleben. Irgendwo in einem verregneten Waldgebiet mit Curtis Klamotten an. Und die Frames gehen hier extrem in den Keller. Ich sag euch direkt, das liegt daran, weil das Spiel so hochgrafisch ist, sag ich mal. Das ist wie damals bei diesem Weihnachts-Custom-Level Another Town. Hier sind die Frames mal stärker, dann sind sie wieder schlechter. Das ist leider einfach bei diesem Spiel so. Und wir haben einen Zettel gefunden. Lynns Notiz. Schauen wir uns die doch mal an. Lara, hilf mir. Es ist der Teufel. Er hat mich. Bitte finde mich, Lynn. Ja, das ist natürlich nicht so toll, wenn der Teufel unsere Lynn hat, wer auch immer Lynn ist. Wir kennen die jetzt nicht. Die gab es in keinem anderen Spiel wirklich oder so. Die wurde hier einfach erfunden. Und, ja. Lara's Nightmare ist auf jeden Fall ein sehr schönes Horror-Nacht-Level-Spiel-Gedöns, finde ich. Wie gesagt, das einzige Blöde ist, dass es so leckt, aber es hat tatsächlich auch ohne Aufnahme geleckt, als ich es für mich privat gespielt habe. Mein Rechner verträgt es einfach nicht, dass hier dieser Regen ist. Der Regen sorgt dafür, dass die Frames in den Keller gehen. Aber solange wir es noch einigermaßen spielen können und sehen, was hier abgeht, ist es okay. Wir haben auch am Anfang jetzt keine Waffen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir überhaupt auch noch welche finden. Aber wir können hier diese Luke öffnen, was sehr offensichtlich auch zum Glück ist. Und ja, hier speichern wir das erste Mal jetzt auch mal. Wir haben nur Lynns Notiz, wir haben ein großes, drei kleine Minipack, also Standardausstattung. Und wir haben nur drei Fackeln, die aber dafür sehr stylisch aussehen. Wir benutzen jetzt auch mal gleich eine. Kann ich hier... Ja, kann ich. Und hier ist ein Schalter. Was er getan hat, keine Ahnung, aber sollte nicht allzu schwer herauszufinden sein. Ja, okay, wirf die Fackel weg. Ist okay, wir wissen ja, wo es lang geht. Und seht ihr, hier sind die Frames nämlich auch stabil. Das liegt echt nur am Regen. Müssen wir halt mitleben. Wenn wir draußen unterwegs sind, dass wir dann diese Frame-Einbrüche haben. Aber sie sind ja zu verkraften, ne? Von daher, was soll's. Halb so wild. Wir sind oft genug auch noch in Gebäuden und sowas, wodurch es dann insgesamt... Ey. Ist doch... Ja doch, hier ist aufgegangen. Lara? Würdest du bitte... Ah, wollte schon gerade sagen, ich kann hier doch hoch. Sehr interessant an diesem Spiel ist, dass wir nicht rückwärts abspringen müssen von solchen Stangen, in Anführungszeichen. Erstrichen, sondern halt vorwärts. Aber wenn man das weiß, ist das ja auch okay. Ah, noch ein paar Fackeln, das ist schön. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir meine Waffen! Mit unendlich Munition auch wieder, das ist doch schön. Kann ich die Säcke hier zerschießen? Was ist mit meiner Stimme los? Hilfe. Kann ich hier direkt raus? Nein, natürlich nicht. Und hier ist die Kamera auch wieder so, dass ich... nur machen kann, aber ich sehe überhaupt nichts. Nicht, dass hier irgendwie ein Schalter ist, den ich ansonsten übersehe. Aber ich glaube nicht. Wir haben unsere Waffen, das ist alles, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Sie macht auch sehr schöne Angel of Darkness Geräusche, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden damit. Und hier brauchen wir aber einen Schlüssel. Wir haben doch jetzt gar keinen Schlüssel gefunden, oder? Oh. Das ist aber nicht so schön. Da muss ich jetzt mal echt überlegen. Wo war denn der Schlüssel? Unten im Gang habe ich den ja, glaube ich, nicht übersehen. Ach, warte mal. Jetzt haben wir unsere Waffen. Dann können wir doch hier vorne mal was machen. Genau, ich erinnere mich, weil hier...
Hä? Der Busch ist ja weg. War hier nicht vorher ein Busch, der den Weg blockiert hat? Natürlich, der ist jetzt irgendwie weggebackt. Weil normalerweise muss ich den zerschießen, um hier hinzukommen. Und dann kann ich auch dich zerschießen, ne? Ja, und hier ist der Schlüssel. Warum auch immer das Gestrüpp hier jetzt weg ist. Das ist nicht normal, liebe Freunde. Das ist normalerweise ganz anders. Aber okay, das Spiel hat uns ein bisschen Arbeit erspart quasi, aber es hat mich dadurch auch ziemlich verwirrt. Alter Schlüssel. Okay, dann benutzen wir den doch mal. Die Grafik sieht von Lara hier schon insgesamt ziemlich gut aus. Und dass sie auch so das Outfit von Curtis anhat, finde ich nice. Ist eine nette Idee. Oh. Eine alte Mühle, wie in Tomb Raider 5. Auch wenn der Himmel selbst eher aus Tomb Raider 4 ist. Und hier ist eine Grube. Ich glaube, da war irgendwas noch drin, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wie viele Fackeln habe ich denn jetzt eigentlich? Ich habe ja welche schließlich gefunden. Ich habe jetzt, habe jetzt. 14, okay, das geht ja erst einmal, aber... Wenn wir die nicht unbedingt anmachen müssen, will ich lieber erstmal ein bisschen sparen. Da bin ich ja sehr vorsichtig, weil wenn wir später in so einem Gang sind oder sowas und da das dann brauchen... Ich meine, okay, wir haben jetzt auch unsere Waffen, ne? Damit kann man ja auch ein bisschen Licht machen, aber trotzdem. Ich würde es natürlich bevorzugen, das so nicht sonst zu machen. Warum sehe ich mich selber noch zum Teil? Da unten ist ein Skelett. Das ist ja richtig gruselig und schlimm. Das geht ja mal gar nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen erst einmal runter. Okay. Ja, dich kann man nämlich ziehen. Komm mal her, mein Freund. Und da ist noch ein weiterer Schlüssel. Den will ich auf jeden Fall nicht hier lassen. Sonst stehe ich mir wahrscheinlich auch später sehr im Hals. Aber die Fackeln halten hier echt nicht allzu lange. Dafür, dass man hier so wenige hat. Das finde ich nicht nett. Na. Genau, das sehe ich jetzt gerade auch nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch erkennen könnt. Auf jeden Fall, da vorne an dem Gitter ist ein Unterwasserschalter. Das sichere Zeichen dafür, dass dieser Bereich hier noch geflutet wird. Und hier kann ich mich nicht rausziehen. Warum denn nicht? Finde ich ja doof. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hilfe! Mach doch eine Fackel an, Vampi. Nein, mache ich jetzt nicht. Lasst mich. Ich muss sparen. Kann ich nicht hier irgendwo mich hochziehen oder so? Komm schon, hier in die Ecke. Ah, aber hier geht's, okay. So weit, so gut. Nein! Gott sei Dank. Na, hier seht ihr, Unterwasserschalter. So, hier bei der alten Mühle können wir nicht rein. Man sieht ja sofort, die Tür ist aufgemalt. Das ist nur Deko. Ich sollte speichern jetzt, wo ich da rausgekommen bin. Laras Albtraum. So. Dann schauen wir uns doch mal hier weiter um. Mit niedrigen Frames. Wow! Höllenhunde! Sehr gut. Widerliche Viecher. Okay. Ich dachte schon gerade, eine gruselige Musik würde anfangen, aber ich habe mich getäuscht. Ich bin froh darüber, mich getäuscht zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Hier ist ein Gitter. Und hier brauche ich einen roten Schlüssel. Es ist schon eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß nicht mehr genau, was hier los ist. Das wird Opti garantiert sehr freuen. Und euch ja vielleicht auch, den Rest der Leute, die das hier schauen werden. Ich fand es übrigens sehr interessant, dass Tomb Raider Custom Levels gefühlt besser bei euch ankommen als
Oh. Als Tomb Raider Anniversary tatsächlich sogar, obwohl sich da gefühlt ja Leute drauf gefreut hatten durchaus. Hier ist ein Grab, aber von wem? Kann man nicht genau erkennen. Na gut, aber es ist auf jeden Fall irgendwas drauf gekritzelt. Kann ich hiermit eigentlich irgendwas machen? Nee. Dann tauchen wir mal eine Runde, würde ich sagen. Das Gitter ist auf jeden Fall zu. Entweder können wir da später rein oder wir kommen raus, wie auch immer. Hier ist nur dieser komische Baumstumpf. Auf den ersten Blick ist hier nichts. Sollte ich hier nicht weiterkommen, schwimme ich hier nochmal rein mit Fackel dann, aber... Wieso komme ich hier gerade nicht raus? Okay, gut. Aber ich glaube erst einmal, dass da nichts ist. Wenn mich nicht alles sehr täuscht, müssen wir hier, glaube ich, versuchen, hochzukommen oder so. Hilfe, rutschig. Genau, hier ist nämlich ein Weg. Seht da mal, seht da mal. Ich würde aber mal sagen, ich weiß gar nicht genau, wann ich den Part überhaupt begonnen habe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange er geworden ist, Hilfe. Aber ich werde ihn jetzt hier einfach mal beenden, damit er nicht zu lang wird, sicherheitshalber. Und wir sehen uns hier im nächsten Part auf jeden Fall wieder, wenn wir diesen Berg hier besteigen werden. Ja, ich hoffe, der erste Part hat euch bereits gefallen, trotz der Ruckeleien, der Frame-Einbrüche besser gesagt. Und ja, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und habt keine Albträume. Ciao.